Wer hat die besten Fans der Fußball-Bundesliga? Heute eine XXL-Folge. Wir ranken heute alle Vereine von Platz 18 bis Platz 1. Let's go, wir springen direkt rein. Und let's go, wir fangen direkt an. Auf den letzten Platz, auf Platz 18, ist bei mir Hoffenheim. Hoffenheim hat einfach keine Fans, keine guten Fans, nicht erstligareif, deswegen verdiente Nummer 18. Auf Platz Nummer 17 ist in meinem Ranking VfL Wolfsburg, genau wie Hoffenheim. Es ist mir einfach zu wenig. Ich war bei so vielen Spielen gegen Wolfsburg schon dabei und die Fans, wo? Deswegen verdiente Nummer 17. Auf Platz 16 ist bei mir RB Leipzig. Der Verein, was die leisten mit Marco Rose, ist grandios, aber die Fans, tut mir leid. Tut mir leid, es reicht leider nicht. Platz 15 geht für mich an Augsburg. Tut mir leid an die Augsburg-Fans. Zu Hause seid ihr ganz in Ordnung, aber auswärts, das ist es einfach nicht. Das ist es einfach nicht. Deswegen Platz 15. Sind wir schon bei Platz 14 und Platz 14 geht für mich an Leverkusen. Auch tut mir leid an Leverkusen, aber ich war jetzt schon bei 3 Heimspielen bei euch und die Auswärtsfans waren immer lauter als ihr selber. Deswegen verdiente Nummer 14. Auf Platz Nummer 13 ist für mich Mainz 05. Zu Hause seid ihr echt nicht schlecht, muss man sagen. Aber auswärts ist es halt auch nicht. Eigentlich so wie Augsburg. Deswegen verdiente Nummer 13. Jetzt kommen wir schon fast zu den Top 10. Und Platz 12 ist für mich FC Bayern München. Sorry, aber ihr seid 80% nur Erfolgsfans. Die Ultras sind sehr gut. Zu Hause, es tut mir leid, aber fast jeder Verein ist zu Hause besser als ihr. Deswegen FC Bayern München bei mir auf Platz 12. Was meint ihr? Mein Platz 11 in dem Ranking ist Hertha BSC. Eins muss ich sagen, die Ultras sind wirklich krass, aber die restlichen Fans, wo seid ihr immer? Wo seid ihr? Auf der Haupttribüne feuert keiner sein Team richtig an. Deswegen Platz 11 ist absolut verdient. Auf Platz Nummer 10 ist bei mir Freiburg. Freiburg, ihr habt echt gute und solide Fans, sei es heim, aber auch auswärts. Ihr seid immer am Start, deswegen seid ihr für mich verdient auf Platz 10. Platz 9 geht für mich an Werder Bremen. Werder Bremen, Respekt. Ihr seid absolut underrated, meiner Meinung nach, aber ihr könntet auch noch viel mehr. Deswegen für mich Platz 9 absolut verdient. Platz Nummer 8 in dem Ranking ist Borussia Mönchengladbach. Ihr habt echt gute und solide Fans. Ihr seid echt stark zu Hause. Auswärts könnte noch mehr gehen. Deswegen von mir Platz 8. Auf Platz 7 ist für mich mein Club VfL Bochum. Also ich muss ehrlicherweise sagen, heim ist es einfach ein Hexenkessel in Bochum. Was die Fans da abliefern, ist absolut bombastisch. Aber ich muss realistisch bleiben. Von der Stimmung, von den Fans, von der Anzahl an Fans reicht es nur für Platz 7. Aber vollkommen in Ordnung. Meine klare Nummer 6 ist für mich die Fans von Stuttgart. Stuttgart zu Hause, was ihr da abliefert, das ist der Wahnsinn. Wirklich Respekt an euch. Auch auswärts seid ihr mittlerweile sehr gut am Start. Aber Platz 6 ist wirklich, wirklich gut. Jetzt sind wir schon bei der Top 5 angelangt. Macht das Plus weg für mehr Videos. Platz Nummer 5 geht für mich an Union Berlin. Union Berlin, ich glaube, ihr habt sogar das kleinste Stadion. Aber dafür macht ihr die krasseste Heimstimmung, muss ich sagen. Ihr seid der Wahnsinn an der alten Försterei. Deswegen Respekt, Platz 5 für mich. Absolut krass, absolut krass. Jetzt kommt die Top 4. Platz Nummer 4 für mich ist FC Köln. Wahnsinn. Wahnsinn. Wirklich Riesenrespekt an euch. Sei es heim, sei es auswärts. Ihr seid immer am Start. Ihr seid krass. Ihr macht Stimmung. So muss es sein. Erstligareif. Deswegen verdiente Nummer 4. Freunde, jetzt sind wir bei der Top 3 angelangt. Platz 3 für mich ist Borussia Dortmund. Richtig. Dortmund hat sehr, 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 sehr krasse Fans. Auch das, was sie jetzt letztens in Augsburg abgeliefert haben, ist der Wahnsinn. Auch zu Hause bei You Never Walk Alone. Jeder ist immer dabei. Deswegen meine absolute verdiente Nummer 3. Meine verdiente Nummer 2 in dem Ranking ist Eintracht Frankfurt. Mein Respekt, wirklich. Ihr seid der Wahnsinn. Ob es heim ist, ob es auswärts ist, ob es eure Choreos ist, ob es in der Champions League ist, Europa League ist. Ihr seid immer da, der Support ist immer am Start. Deswegen meine absolut verdiente Nummer 2. Macht weiter so, bitte. Besten Fans der Fußball-Bundesliga ist für mich ganz klar
Die Fans von Schalke 04, ihr seid der Wahnsinn. Ohne euch würde Schalke jetzt nicht da stehen, wo sie jetzt stehen. Ich persönlich glaube sogar, dass Schalke es noch schafft. Die werden das Spiel gegen Leipzig nicht verlieren, glaube ich. Deswegen, Schalke-Fans, Riesenrespekt. Ich als Bochumer gebe euch meinen Respekt. Ihr seid der Wahnsinn. Macht bitte weiter so. Steigt nicht ab. Eure Fans sind erstligareif. Und deswegen, was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da für mehr Videos.